Der SV Bergisch Gladbach 09 startet am 7. August in die neue Oberligasaison. Der erste Gegner wird in Bielefeld die Zweitvertretung sein. Und das erste Heimspiel wird am Sonntag, den 14. August, gegen die zweite der Alemannia aus Aachen stattfinden. Grund genug, uns beim offiziellen Fototermin beim neuen Trainer Dietmar Schacht nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Gut, die Vorbereitung war bisher recht anstrengend für die Spieler. Wir haben vom ersten Tag an direkt Gas gegeben, haben dabei auch Testspiele gehabt, waren jetzt letztes Wochenende im Trainingslager, haben dort auch nochmal leicht angezogen und haben dort auch den Zweitligisten AOVV Apeldoorn aus der zweiten Liga in Holland geschlagen mit 2:0. Dementsprechend bin ich momentan der Meinung, dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Aber wir haben jetzt noch 14 Tage vor der Brust vom ersten Meisterschaftsspiel und wir müssen noch versuchen, das ein oder andere Defizit auszugleichen. Klingt nach einer durchweg positiven Vorbereitung. Das hatten wir in den letzten Jahren schon mal und da lief der Saisonstart doch nicht so gut. Was erwarten Sie denn dieses Jahr von sich und von der Mannschaft speziell? Gut, mit der Vorbereitung ist das immer so eine Sache. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man die Testspiele. Ich verliere auch manchmal ganz gerne die Testspiele, um dann im ersten Meisterschaftsspiel zu gewinnen. Aber das weiß man nie vorher. Das ist immer die große Wundertüte. Was kommt am Ende dabei raus? Ansonsten muss ich sagen, ich habe die Mannschaft in einem hervorragenden Zustand vorgefunden, habe noch versucht, die Schwachstellen auszumerzen. Für die neue Saison, es ist ja so, dass die ersten 7 die Möglichkeit haben, in die Regionalliga zu gehen. Die ersten 3 steigen direkt auf, die anderen müssen Relegation spielen. Also mein Ziel und auch das Ziel von der Mannschaft ist, auf jeden Fall eine bessere Platzierung als im letzten Jahr zu erreichen. Welche Platzierung es am Ende dann sein wird, da müssen wir uns halt überraschen lassen. Das müssen wir sehen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln. Wir wollen viele Mannschaften ärgern. Ich glaube und hoffe auch, dass uns das gelingt. Und dann lassen wir uns am Ende mal überraschen, wo wir stehen. Dietmar Schacht, vielen Dank und erfolgreichen Saisonstart. Gerne, danke.